Auch meinerseits ganz herzlichen Dank für euren wunderbaren Preis. Den habt ihr euch mehr als verdient. Auch ihr alle, die für Woche hier sind und für alle unsere Rechte kämpfen, die uns zustehen. Und ihr wisst alle, wie schwierig das ist, diese zu verteidigen. Deswegen ist dieser Preis wirklich nicht erlogen oder irgendwie öffentlich gemacht worden, sondern es ist wichtig für uns alle hier, die tagtäglich, wöchentlich für unsere Rechte kämpfen. Weswegen ich heute kurz hier vorkomme, ist: Hat denn vielleicht jemand diese Berichte der Bundespolizei gelesen, was vielleicht zwischen dem 8. Oktober und bis heute alles in die Oberlausitz eingerannt ist, überrannt uns hat? Wahrscheinlich hat niemand von euch so die großen Zahlen zusammengerechnet. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, wir kommen zwischen dem 8. Oktober und dem 16. Oktober auf knapp 500 Illegale, die offiziell hier im Großraum Görlitz, Bautzen eingereist sind und aufgegriffen worden sind. Und wenn man sich das einfach mal hochrechnet und das Landratsamt sagt, sie kriegen pro geduldeten Asylbewerber etc. etc. 10.000 Euro, dann heißt das, allein in diesen wenigen Tagen sind Kosten für den deutschen Steuerzahler von mindestens 5 Millionen eingerannt, die hier überhaupt nie hergehören. Und lasst euch bitte nicht von dem blenden, was der Herr Ministerpräsident die ganze Zeit uns einreden will, indem er sagt, er fordert schnellere Asylverfahren. Ich sage euch ganz ehrlich, ob die Asylverfahren 10 Tage dauern, 14 Tage, 20 Tage oder 3 Monate, ist mir persönlich vollkommen egal. Jeder, der ein abgelehntes Asylverfahren hat, muss innerhalb von 24 Stunden wieder raus. Jawohl! Und wenn man sich dann die Zahlen nochmal anschaut, wer hier reinkommt, dann lese ich jeden Tag Afghanen, Syrer, Türken etc. Das sind wahrscheinlich zu fast 100% Leute mit muslimischen Glaubens. Und dieser ganze Glaubenskrieg, was wir derzeit an grausamen Bildern und Videos aus Israel, aus Palästina, aus dem Gazastreifen sehen und wahrscheinlich auch noch sehen werden, das ist ein Krieg, den ich hier niemals haben möchte. Jetzt sind es die Juden, die dort massakriert werden. In 10, 15 Jahren sind es vielleicht wir, die Deutschen, die Christen, die hier den Böckling machen und Menschen zweiter Klasse sind, weil unerlaubt Hunderttausende, Millionen Muslime hier eingewandert sind, die ihre ganzen Glaubenskriege mit hierher nehmen. Und das ist unsere Aufgabe, auch was wir in Dresden gesehen haben am Wochenende, dieses zu verhindern. Und wir haben Rechte und wir haben in Deutschland Gesetzgebungen, die das verhindern können, dass wir hier überrannt werden von Menschen, die ihre Glaubenskriege in unser deutsches Land eintragen. Und deswegen möchte ich euch immer dafür sensibilisieren. Leute, die geduldet sind, müssen dieses Land verlassen und die, die hier sind, müssen sich integrieren, genauso wie es du und du machst. Das war mir nochmal wichtig, nachdem ich diese schrecklichen Bilder gesehen habe, und hoffe und bete, dass uns das hier niemals erreicht. Ich danke euch. Ja, danke. Wenn nicht, können wir noch in die Landebahn kommen. Wir haben heute vorne weg schon etwas gesprochen. Habt ihr noch was? Nee. Gut, na, dann müssen wir es auch nicht strecken, dann kommt er ein bisschen mehr nach Hause, ist ja frisch und kann ich ja nur wieder empfehlen, ein warmes Getränk zu sich zu nehmen. Wer mag auch gerne Tee? Gut, wie gewohnt wie jede Woche zum Schluss noch ein Witz mit auf den Weg. Ja, und warum auch immer, ich kann es gar nicht erklären, ist schon wieder Annalena Baerbock dran. Ich weiß nicht warum, dabei ist sie doch selber eigentlich ein Witz. Gut, Annalena Baerbock ist zum Antrittsbesuch in Polen eingetroffen. Präsident Duda stellt sich ihr vor. Gestatten? Duda. Darauf Baerbock, wer? Ich? Duda, nein, ich. Gut, danke. Ich wünsche euch allen eine friedliche Woche, uns allen einen guten Nachhauseweg. Ihr seid standhaft, ihr bleibt standhaft, nächste Woche wieder. Und da sind wir dann hoffentlich wieder mehr, dass es wieder anwächst. Die Zeiten sind mehr als kritisch. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das demnächst auch jeden oder fast jeden in dieser Stadt, in dem Landkreis, in diesem Land klar werden wird. Lasst euch nicht zum Zorn reizen, bleibt im Frieden, aber bleibt standhaft. Auf Wiedersehen, Schub, guten Heimweg. Ja, dann bleibt mir wie immer nur noch das letzte Wort. Ja, ich wünsche natürlich auch allen, die hier sind
oder waren eine wunderbare Woche, friedlich und kraftvoll. Vielen Dank an die Polizei für die Begleitung beim Spaziergang und die Absicherung hier. Und wir sehen uns auf alle Fälle nächsten Montag wieder hier. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt behütet und ich freue mich auf den kommenden Montag. Bis dann. Damit ist die 141. Mahnwache für Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung und Souveränität beendet. Somit war es das für heute, jawohl. Und 19.26 Uhr ist es jetzt nach meiner Armbanduhr hier. Bleibt mir bloß noch Tschüss zu sagen, habt eine gesegnete, gute Zeit und bleibt friedlich und standhaft. Und hoffentlich bald wieder hier vor Ort oder bei einer ähnlichen Veranstaltung. Alles Liebe, tschüss aus Bautzen.